Ja, ich weiß, es hat gedauert. Aber jetzt ist es soweit. Der Bushcraft Beaver ist hier. Das Reini Rossmann Bushcraft und Outdoor Survival Messer ist verfügbar. Wenn du wissen willst, dieses Outdoor Allround Messer im Bereich Bushcraft und Outdoor Survival kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem Bushcraft Areal auf Waldhöller Partie mitten im Wald. Und das passt gut, Bushcraft Areal, denn das Messer, dieser Bushcraft Beaver, ja, den darf ich da jetzt vorstellen und das freut mich. Das Video wird in zwei Teilen sein. Teil 1, ja, da schwafle ich und erzählt hier die Idee hinter dem Messer, wie es entwickelt wurde, zeigt er die unterschiedlichsten Prototypen und all die Dinge. Und im Teil 2 arbeite ich damit. Dieses Messer jetzt hier, das ich in der Hand halte, gibt es aktuell in 4 Variationen, nämlich einerseits einmal Griff unterschiedlich, hier orange-schwarz und hier nur schwarz mit grüner Einlage und hier mit roter Einlage. Und Oberflächenunterschiede sind hier, also es brushed, ja, also hier poliert und das hier stonewashed. Und das gibt es in beiden Variationen, gibt da unten, das ist billige Eigenwerbung hier natürlich alles, den Link in meinen Shop, schau, was für dich am besten passt. Die Messer habe ich in Kooperation mit dem Sergei von Jahresmesser, da sieht man es auch, gemacht. Übrigens schöne Grüße, lieber Sergei, danke für deine großartige Arbeit, weil er hat das Ganze dann auch organisiert, gezeichnet und nachgebessert und ja, daher ist das eine Kooperationsarbeit, das finde ich toll. Das Messer möchte ich gleich einmal über die Funktionen sprechen und über die Ideen sprechen. Das ist, wie du siehst, ein großes Messer, also nicht 42 Akron-Form für alle Deutschen da draußen. Es ist ein Bushcraft-Messer. Es ist ein Outdoor-Survival-Messer mit der Idee, die wichtigsten Dinge, die man da halt so tun muss, da kommen wir dann auch dazu, vernünftig, effizient und schnell zu machen. So, schauen wir es uns gleich einmal an. Ich habe ganz, ganz viele Messer in meinem Leben schon in der Hand gehabt. Also in der Hand gehabt sicher über 1000, ganz sicher. Gearbeitet natürlich viel weniger, aber ein paar hundert sind schon. Ja, ich meine, wenn du allein auf YouTube gehst, dir anschaust, ich glaube, ich habe am Survival Shop Kanal, da wo du jetzt gerade bist, ich weiß nicht, 800 oder 900 Videos, dann habe ich einen Messerkanal und dann sind ja viele Dinge einfach gar nicht gefilmt. Also es ist wirklich eine ganze, ganze Menge. Und das Messer, was du da jetzt siehst, das ist ein Bushcraft Beaver, der ist keine Neuerfindung. Also ich erfinde mit diesem Messer hier nicht, oh, alles neu. Wie auch. Es gibt so viele unzählige Messer am Markt. Was soll da wirklich neu sein? Nein, das ist es nicht. Ist es ein innovatives, neues Konzept, das mir gechannelt wurde? Nein, es ist abgeschaut. Natürlich ist es abgeschaut. Sagen wir uns ganz ehrlich, ich meine, schau rein in den Messerkatalog, was die Neuheiten 2021 sind, bei welchen Hersteller auch immer. Es sind zwar immer gewisse Nuancen und es sind natürlich auch immer wieder mal Innovationen bei Öffnung oder also bei Öffnenmechanismen oder sonst was dabei, aber so richtig, dass ich sage, man hat alles neu erfunden. Kannst du an einer Hand abziehen und ich gehöre nicht dazu. Das Messer vereinigt Dinge, die ich mir abgeschaut habe von anderen Messern. Es ist so. Macht es das Messer schlechter? Nein. Macht es das besser? Auch nicht. Aber es ist so wie bei allen anderen auch. Und daher mag ich gleich eine Sache dazu sagen. Es ist so, wie ich es haben will. So wie ich sage, wow, für diesen Einsatz ist es ideal. Und was ist der Einsatz? Einerseits Bushcraft arbeiten. Das bedeutet, stell dir jetzt vor, du gehst mit deiner Ausrüstung, mit deinem Tarp oder Mini-Zelt oder was auch immer, mit einem Schlafsack und so weiter raus, mit vielleicht einem Hobokocher oder Milch und einem Feuerstahl und so weiter und hast vielleicht irgendwelche Nahrungsdinger dabei oder hast wirklich richtige Nahrung mit und willst du kochen, willst du einen Kaffee oder einen Tee machen, du willst einfach rausgehen und die Natur genießen, auf die eine oder andere Weise. Dann wird es zu dem Punkt kommen, dass du das eine oder andere arbeiten willst oder musst sogar. Vielleicht brauchst du einen Stock, um dein Tarp irgendwie zu stabilisieren, weil es Wind gibt oder weil, du siehst es hier hinten auf meinem Greenscreen, Bushcraft Areal Greenscreen, dass ein bisschen Schnee gefallen ist, der verfällt dir aufs Tarp und du brauchst irgendwas. So. Jetzt kann man das mit einem klassischen Victorinox Schweizer Messer machen, so wie das der Felix Himmler macht, den ich übrigens sehr schätze. Ja, natürlich. Kann die Säge rausnehmen und das absägen, cool. Kann es aber auch
Und das ist mein Weg auf die Schnelle, indem ich mein Messer ziehe und tschüpp tschüpp mache. Gibt es in Teil 2 dann, da arbeite ich damit und du wirst sehen, es ist wirklich ein Biber. Ja, das frisst sich wirklich durchs Holz, das ist die Idee dahinter. Gut, das ist das eine. Das andere ist, dann will ich ein Feuer machen. Ne? Und auch da wieder, natürlich kann ich das mit meiner Axt machen. Ich kann es mit meiner Machete machen. Ich kann es mit dem kleinen Schweizer Messer, wie uns Felix Himmler gezeigt hat, auch machen. Ja? Aber einfacher geht es mit einem richtigen, fetten Messer. Und das ist die Idee dahinter. Im Bushcraft-Bereich. Lebensmittel schneiden, ja, geht auch, aber ist das ist nicht unbedingt dafür gemacht. Ist ja ein Allround-Messer. Natürlich kann ich auch mein Brot aufschneiden, ich kann Tomaten schneiden, ich kann Fleisch damit schneiden. Ja, aber es ist nicht perfekt dafür. Da gibt es dann wieder andere Werkzeuge. Jagdmesser, no, bedingt, ja. Ich meine, so große Viecher haben wir hier selten, dass das brauchen wird. Vielleicht sollte die Spitze dazu noch ein bisschen weiter abfallen. Aber ja, ist auch nicht unbedingt dafür gemacht. Du siehst da auch von der Klingengeometrie hier, siehst, es hat eine gewisse, es ist robust, ja, es zieht ein bisschen nach oben hier, wie du siehst, ganz leicht. Es ist eigentlich ein Allround-Messer, mit dem ich Holz bearbeiten will. Aber gut, so. Und dann habe ich Outdoor-Survival. Im Outdoor-Survival-Bereich sage ich, okay, dann nimmt man ja normalerweise, kommt man in Survival-Situationen ohne viel an Ausrüstung. Das ist mir klar, aber vielleicht gibt es Situationen, wo ich tatsächlich in einem Bereich bin, in einem Waldbereich, wo ich nicht gleich innerhalb von 2 Stunden den Rettungshubschrauber, einer Stunde oder 10 Minuten den Rettungshubschrauber vor der Tür stehen habe und muss genau diese Bushcraft-Dinge, die ich gerade beschrieben habe, machen. Ich muss mal Unterkunft checken. Schau, wenn du irgendwo bist, wo du Laub zur Verfügung hast, ja, dann kannst du dich damit eingraben, vielleicht hast du eine Rettungsdecke mit, kannst schon was bauen, alles cool. Aber vielleicht bist du in einem Bereich, wo diese Bäume da stehen, das da. Und das sind Fichten. Und bei den Fichten ist es so, dass da nicht das Isolationsmaterial am Boden liegt. Oder vielleicht bist du in einem Bereich, wo du viel Gras hast. Da wirst du eine Klinge brauchen. Und da ist die Mini-Klinge, nichts gegen Felix Himmler und Victorinox, überhaupt nicht. Ich liebe die Messer, sie sind super. Aber die werden relativ rasch an ihre Grenzen kommen. Wirklich. Ob dieses Szenario realistisch ist oder nicht, spielt keine Rolle. Aber es ist nicht unmöglich. Und vielleicht will ich das. Und dann brauche ich ein Messer, mit dem ich arbeiten kann, nämlich mit dem ich, ohne dass ich jetzt die Riesenmachete habe, die ist noch cooler in dem Fall, dass ich Reisig runterschlagen will, dass ich Gras schneiden will, ja? Die ist dafür noch cooler. Aber wir haben so viele Trainings gemacht, Extremtrainings in unterschiedlichen Zonen in Österreich. Zwar im nördlichen Waldviertel, ganz an der Grenze zu Tschechien und zur Slowakei, und dort war Graslandschaft. Und dort sind wir mit Messer gegangen und haben das abgeschnitten. Wenn du ein Minimesser mit hast, kannst du einpacken gehen. Das Krammer zum Beispiel wäre noch idealer dazu. Ja, aber das habe ich halt nicht immer dabei. Das hier hat auch sein Gewicht. Aber das kann ich dabei haben. Aber das Krammer ist halt so die Frage. Aber nichts gegen das Krammer, das ist ein cooles Messer. Ja? So. Und dann muss ich den ganzen Tag arbeiten oder einen halben Tag arbeiten, um das Gras zu schneiden, um die Fichten runterzuklopfen. Und das ist anstrengend. Und dafür hat dieses Messer auch eine Funktion, nämlich, du siehst es hier, es sind 2 Löcher. Einerseits, um zum Beispiel ein Lanyard anzubringen oder fürs Flexicord. Und die bei dem Survival Extrem dabei waren und das Gras geschnitten haben, können ein Lied davon singen und würden sagen, Reini, wow, schade, dass wir das so nicht gehabt haben, weil es dein Leben massiv erleichtert. Das ist die Idee dahinter. Das nächste, was mir sehr wichtig ist, dass ich eine große Grifffläche habe. Ich möchte das Messer so halten, wie ich glaube, dass gut ist. Ich möchte nicht, wie es zum Beispiel von Cold Steel der Fall ist, spezielle Grifffunktionalitäten, die mir genau vorgeben, wie ich das jetzt hier halten soll. Nein, sondern ich möchte eine Grundlage haben, die gut, angenehm, ohne dass sie wehtut, in der Hand liegt. Es soll nichts abstehen, es soll nicht irgendwo was rausstehen. Und ich entscheide, ob ich es gerade so halten will, so, ob ich es ganz hinten halten will, ob ich es so halten muss, weil ich etwas brechen will. Ob ich es so halte, ob ich so damit arbeite, ich will es entscheiden. Und nicht der Messerdesigner gibt es mir vor. Ich meine, es gibt Situationen, es gibt Spezialmesser, wo das genau passend ist. Keine Frage. Aber in der Art und Weise, wie ich über Bushcraft und Outdoor-Survival denke
und es auch praktiziere und arbeite, hat das keinen Platz. Deswegen mache ich das so. Gut. Es ist sehr groß, der Griff. Also wenn du dir anschaust, der Griff ist im Endeffekt fast so groß wie die Klingenlänge. Nicht 42 Akronform, so ist die Welt. Aber ich habe dadurch die Möglichkeit zu hacken und zu hauen und einen richtig schönen Zug aufzubauen. Super. Wenn dann speziell noch du ein Lanyard mit einbaust, das du hier hinten dann auch halten kannst. Ich zeige dir dann nachher auch noch den Prototyp dazu. Kannst du schön durchziehen. Du hast für den Power Cut, ob du ihn vor der Brust machst, ob du ihn über das Knie machst. Ja, geht genauso. Ob du ihn an einem Baum ansetzt und durchziehst. Ob du normale Schnitzarbeiten durchführst, so wie wir es halt kennen. Ich kann ganz nah, ich habe eine schöne Kontrolllinie hier. Die Klinge ist relativ hoch, das gebe ich zu, im Vergleich zu anderen Bushcraft-Messern, die viel, viel weniger Höhe aufweisen, aber das soll auch so sein. Ich kann ganz nah ansetzen und durchschneiden und bin mit diesem D2-Stahl, den wir hier mit dem Sergej von Jaas-Messer gewählt haben, wirklich gut dabei. Ja, wirklich sehr, sehr schön und gut dabei. Ich habe eine lange Klinge, warum? Erstens für die Hackarbeiten, die in meiner Art zu arbeiten und in meiner Welt immer wieder notwendig sind. Und auf der anderen Seite habe ich eine lange Klinge, mit der ich auch schön durch Material durcharbeiten kann, für das ich betonen kann, wo ich wie ein Biber arbeiten kann und zum Beispiel einen Baum, ich meine, wir tun das natürlich jetzt hier an der Stelle nicht, weil es nicht notwendig ist, aber ich könnte diesen Baum, weil ich eben so viel an Klinge habe und da ist halt das Schweizer Messer eingeschränkt. Nichts gegen Schweizer Messer. Bitte, bewahrt mich davor. Ich habe auch eins mit. Ja. Aber das ist halt eine andere Art zu arbeiten, andere Art zu denken, andere Art zu begreifen. Ja. Und ja, anderer Stil. Schlechter? Nein. Besser? Nein. Anders. So. Und das ist der Punkt dabei. Und das kann ich damit. Jetzt gibt es das Messer in Kaidex-Scheide. Und zwar standardmäßig im Lieferumfang. Egal welche Farbe und welche Oberflächenbearbeitung du nimmst, hast du ein Techlock dabei und ja, du hast das hier dabei. Und zwar den Dangler. Das haben schon einige in den Videos gesehen und mir auch schon Kommentare geschrieben. Die Aufmerksamen. Und das Ganze sitzt dann so drinnen. Das heißt, du kannst es bushcraftig tragen und es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Du schaust, dass die Nieten, die Ösen, diese Druckknöpfe, so muss man richtig sagen, nach innen zum Gürtel zeigen und dann hast du das Messer richtig an einer richtig schönen Position. Das taugt mir total. Ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr brauchbar. Kannst du natürlich abmontieren und sagen, okay, nein, ich möchte bitte das Techlock haben. Und beides ist im Lieferumfang, so wie du das da jetzt siehst, dabei. Auch mit dieser Ledergürtelschnalle. Ja? Oder kannst du es hier zum Beispiel quer tragen oder auch hoch oder schräg, wie es genau für dich passt. Oder wenn du einen Molle-kompatiblen Rucksack mit hast, kannst du es auch umstellen und da montieren. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, das war mir wichtig. Im Moment gibt es das noch nicht, aber wir werden auch eine Lederscheide als Add-on mit anbieten, wird es auch geben. Noch ein bisschen warten, diese Lederscheide, die zeige ich dir dann beim Instructor-Messer, aber die wird es auch noch geben für die Lederliebhaber. Ich bin mit der Meinung, dass beides so seine Berechtigung hat und da es ein Bushcraft-Beaver ist, braucht es auch eine Lederscheide, die kommt aber später. Gut, jetzt zum Messer selber. Im Jahr 2019 habe ich diesen ersten Prototyp bekommen und wenn du dir den anschaust, dann ist der anders als dieses Messer hier. Ja, abgesehen davon, dass das an einer anderen Stelle steht. Das habe ich von einem spanischen, sehr, sehr qualitativ hochwertigen Hersteller bekommen. Da haben wir auch hier noch so eine Bowl Trill Bivet, glaube ich heißt das, oder so irgendwie auf Englisch, ist auch egal, auf jeden Fall, damit ich ein Druckstück habe für das Feuerbohren. Und ich bin insgesamt, ich habe das Messer einigen Leuten in die Hand gegeben, dem Benny zum Beispiel oder dem Schieferreine Hallihallo und auch vielen anderen Leuten. Und die haben alle gesagt, du, das war auch mein Gefühl von Anfang an, deswegen habe ich es ja so viel in die Hand gedrückt. Das ist nicht, es ist relativ dick. Wir haben das jetzt hier an dieser Stelle deutlich dünner gemacht. Ich glaube, ein bisschen über 3, schau das unten in meinem Shop an, da hast du alle Daten, ich glaube 3,1 mm. Das hier, das ist deutlich stärker. Dann war es 42 A-konform, das hat der Hersteller gesagt, das ist ganz, ganz wichtig. Mir ist das mittlerweile egal, nicht weil ich euch, wenn du jetzt aus Deutschland bist, euch sage, ihr könnt mich mal, nein, gar nicht. Nur ich mache den Kompromiss nicht,
Weil dann das Messer, nur damit ich es besser verkaufen kann und dann jene Leute, die sagen, oh, 42a und so weiter, ist mir wichtig, das mache ich nicht, weil es dann nicht das Messer ist, das ich haben will. Und daher war das ein fauler Kompromiss, der mir einfach am A gegangen ist. Am Apfel natürlich, ne, wollte ich damit sagen. Und so war ich sehr unzufrieden. Ich habe sehr lange damit gearbeitet. Und es war auch so, dass ich andere Vorstellungen hatte. Ich wollte es länger haben und so. Und der Hersteller, der übrigens super Arbeit leistet, ja, die sind wirklich super und auch eine machen Lohnfertigung für viele andere große Marken, deutsche Marken, lassen dort produzieren. Wirklich super. Aber es war für mich einfach, es hat nicht gepasst. Auch die Zusammenarbeit, nicht weil die böse sind, die sind super. Aber es ist so dieser direkte Kontakt mit WhatsApp und Telefonieren und so, das ist mir wichtig. Und daher hat das einfach nicht hinkaut. Und daher ist das dann herumgelegen. Sehr, sehr lange. Aber ein sehr, sehr schönes Messer auch grundsätzlich. Aber ist einfach für das, was, wie ich es haben wollte, nicht perfekt. Und dann kam, ich glaube, es war im Jahr 2020, der Wurzelsepp, wenn du das siehst, ich grüße dich ganz herzlich, zu einem Training aus dem anderen Ende, ja, des deutschsprachigen Raums. Aus Deutschland ist er extra hierher gekommen, ins Buschkraftareal auf Altula Pathé und hat ein Training hier gemacht. Und dem habe ich auch, ich glaube, ich habe es sogar mitgehabt und habe es ihm gezeigt, die andere Version, die Instructor-Version, die ich dir dann auch noch zeige. Und er hat gesagt, red einmal mit dem Sergej. Ich habe mir das dann aufgeschrieben und es ist dann einige Monate liegen geblieben, weil ich sehr viele andere Dinge auch zu tun habe. Und dann habe ich den Jasmesser Sergej einmal angeschrieben und gesagt, was ist all da? Okay, nicht so, viel freundlicher. Und so ist dann eine Kommunikation entstanden und das war so gleich von Anfang an, mit dem kann man reden, ja? Der ist geduldig auch, weil ich bin halt ein Eierbär, ja? Ich bin eine Diva, was das betrifft. Und einmal dort und das noch ein bisschen und hier noch ein bisschen und da noch. Und der ist so geduldig und gesagt, ach Reini, ja, ich weiß eh, wir machen das. Daumen nach oben, ja, wirklich Daumen nach oben. Er hat mir dann auch einige andere Messer geschickt von ihm. Jasmesser habe ich auch einige vorgestellt, den Vicent und Odin und wie sie alle heißen, ist auch gar nicht der Punkt. Und das hat einfach gepasst. Und dann haben wir ein Design eben für dieses Messer hier gemacht. Und er hat dann noch ein bisschen angepasst, er hat das dann noch einmal, also nicht so, sondern eben so gemacht, ja, höher gezogen, länger gemacht, so wie es mir ganz einfach wichtig war. Auch das Loch hier, das war eine Diskussion bei dem, na, das brauchen wir nicht und sowas und überhaupt. Wir haben aber auf diesen Bowtrill-Bereich verzichtet, weil wir das über die Schraubung machen. Ich zeige dir alles noch in dem nächsten Teil dann. Und einfach cool. Und das hat super gepasst und jetzt sind sie hier. Leider hat es mit dem Produzieren etwas gedauert und Corona und sowas und überhaupt. Daher hat es jetzt leider doch relativ lange gedauert, bis jetzt die Messer da sind. Aber ich bin froh und wir haben eine begrenzte Stückzahl und es ist super. Taugt mir total, taugt mir wirklich total. Was mir auch so wichtig war, und da hat der Sergej auch wirklich tolle Arbeit geleistet. Wie gesagt, ich lobe ihn jetzt, weil es einfach wahr ist, weil es einfach super ist. Was die Feuerstahlbedienung betrifft. Schau mal her. Das Ding ist einfach so gemacht, dass man den Feuerstahl gut bedienen kann. Und wenn ich das erklären muss, und das geht auch, aber das sieht man vielleicht jetzt auf der Kamera nicht so, dann ist mir das einfach am Weg gegangen. Das war der Hintergrund, weil auf die Bedürfnisse, die ich habe, ich bin kein Messerbauer, ich bin kein Messermacher, das bin ich nicht, sondern ich bin ein Messernutzer und ich habe ganz spezielle Vorstellungen, wie ich für die Art und Weise, wie ich Bushcraft und Survival-Arbeiten, Outdoor-Survival-Arbeiten denke, habe ich ganz spezielle Vorstellungen und die möchte ich bei einem Messermacher, bei einem Hersteller 100%, ich möchte mich dort wohlfühlen. Vielleicht geht dir das auch so, wenn du, also nicht Schuhe einkaufen gehst oder wenn du etwas, ein Haus baust oder was Individuelles, dann willst du ein Gegenüber haben, der sagt, ja, okay, wir machen das so, dass es für dich passt. Ah, dann fühlst du dich wohl und dann machst du das und das ist wirklich super geworden. Das Messer innen schaut so aus, ja, also es ist einmal ein Full Tang, weil das auch immer wieder die Frage ist, okay, jetzt könnte man diskutieren, ja, wir haben hier was rausgenommen, dann ist es vielleicht nicht mehr Full Tang. Nein, also wirklich, ja, wir werden es dann nachher sehen. Ich habe schon viel damit gespielt und getestet, das ist sauzäh, da ist alles dran, also viel Spaß beim Abbrechen, ja. Also so schaut es innen aus. Wie gesagt, hier diese zwei Löcher sind eben für diese Funktionalität hier gedacht, nicht um einen Fischspeer da jetzt oder einen Speer damit zu machen, da halte ich wenig davon. Ja, halte ich wenig davon, habe ich glaube ich schon einige Mal gesagt, sondern um eben beim Arbeiten hier
eine Funktionalität zu haben. Ja? Und das ist einfach super, das funktioniert auch wirklich, wirklich, wirklich toll. Weil bedenke, ich zeige es dir dann eh nachher beim Arbeiten, du hast das Messer in der Hand und zack, 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 zack. Und deine Arbeit, deine Kraft, die du brauchst, ist viel geringer. Das ist cool, taugt mir total. Ja, so schaut das innen aus. Du siehst jetzt auch hier, da fällt es etwas ab. Hier geht es ein Stück nach oben, um dann nachher wiederum abzufallen. Einfach irrsinnig cool. Ich habe dann vorher auch was von der Verschraubung gesagt. Wir haben hier auf dieser Seite hier einen Imbus und auf der anderen Seite ist das so ein Schlitz und bei diesem Schlitz, da ist eine Vertiefung. Ja, das macht das Ganze vielleicht beim Schrauben nicht so einfach, wie wenn das ein normaler Schlitz wäre, aber hier haben wir eine Vertiefung und das kann man zum Beispiel hier an dieser Stelle als Bowtrill-Druckstück verwenden. Ist das cool? Na! Ist das perfekt? Na! Aber es ist besser, als sich irgendwo ein Stück Holz suchen zu müssen und mit Harz und mit anderen Dingen herumzuarbeiten. Also es ist machbar. Es ist nicht so toll wie in dieser Variante hier, in dieser ersten Variante, aber es ist an der richtigen Stelle. Schau mal hier an dieser Stelle, die Bowtrill-Pivot, wenn ich das mit der linken Hand halte, schaut die, und jetzt dann so bohr, schaut diese Schneide zu mir. Das kann ich überhaupt nicht lernen, da kriege ich die Krise. Daher, die Spitze muss wegschauen und die Schneide muss von mir wegschauen und für das sind diese Vertiefungen gemacht. Und das passt hier genau an der richtigen Stelle. Ist es perfekt? Nein, aber es ist besser. Taugt mir total. So, das ist einmal das eine Messer. Das zweite Messer ist im Endeffekt genau dasselbe, nur mit Lederscheide, da kommen wir dann gleich dazu. Die Lederscheide wird so ähnlich ausschauen. Ja, das hier ist ein Custom-Messer, das war ein erster Prototyp. Ja. Die wird so ausschauen, Jahresmesser-mäßig, dass du einerseits den Denkler hier montieren kannst, ja, und auf der anderen Seite kannst du hergehen und kannst es seitlich so am Gürtel tragen. Das wird es geben als Zubehörteil für diese ganz normalen Messer, die ich da jetzt gezeigt habe, ja, so zum Einbauen, ja, wird es geben. Irgendwann einmal, die kann man extra dazu kaufen, sind im Lieferumfang nicht dabei. Und jetzt gibt es noch etwas. Und zwar, es gibt eine Instructor Edition. Alle, die bei mir in der Zukunft eine Survival-Trainer-Ausbildung machen, kriegen dieses Messer her. Und zwar spiegelpoliert. Ja, da sieht man sogar die Kamera. So poliert ist das. Oh, wow. Eine eigene Instructor Edition. Die kann man nicht kaufen, sondern die wird dann, ist dann mit dabei. Ja. Im Endeffekt sehr baugleich. Ja. Nur mit ein paar Details, die anders sind. Hier zum Beispiel die Ausnehmungen. Und das ist die Instructor Edition. Die Reini Rossmann Instructor Edition. Die alle, die Survival Trainer Ausbildung bei mir machen, gemeinsam mit ihrem Patch dann dazu bekommen. Und die gibt es nicht zu kaufen. Und auch das haben wir hinbekommen. Das ist eine coole Sache. Das taugt mir irrsinnig. Die wird in schwarzes Holz. Ebenholz ist eigentlich ein wirkliches schönes Schmuckstück. Das wird es auch noch geben. Das gibt es im Moment noch nicht zu kaufen, sondern das gibt es eben nur für die, die dabei sind bei der Trainerausbildung. So. Bevor wir jetzt dann uns anschauen im Teil 2, wie wir damit arbeiten, noch ein letztes Wort zu dem Messer. Ich bin der Meinung, dass das Messer nicht das Ultimative ist. Es ist nicht das Beste. Es ist nicht die Innovation. Es ist nicht die Neuerfindung der Klinge. Überhaupt nicht. Sondern es ist meine Antwort, wie man Bushcraft und Outdoor-Survival-Arbeiten nach meiner Methode und so wie ich es halt mache, ideal machen kann. Und zwar in einem vertretbaren Aufwand, denn natürlich, ich kann eine Axt mithaben, ich kann eine Säge mithaben, ich kann Skrammer mithaben, ich kann eine Machete mithaben, ich kann ein kleines Messer, ein Minimesser, ich kann ein Naked Knife haben, ich kann eine Minisäge dabei haben, ich kann alles, ja. Gut, dann gehe ich mit einem Riesenrucksack. Aber in unseren Breiten und in unserer Situation, wenn ich denn überhaupt in eine Notsituation komme, die es notwendig macht, ein Messer einzusetzen, das ist ja die nächste Frage, aber wenn das der Fall ist, dann ist das meine Antwort. Weil es ausreichend lang ist, um zu hacken, um zu arbeiten, um zu hebeln ein wenig, ja, um batonieren zu können, um Gras schneiden zu können für Unterkunft, um ja, auch Fichten abhacken zu können. Ich kann den Feuerstall bedienen oder wenn ich ein Feuerzeug mit habe oder Streichhölzer, wobei wir jetzt Streichhölzer mit, aber egal, kann ich mit dem angeschliffenen Klingenrücken
Zunder aufbereiten, sehr, sehr einfach, ohne die Schneide, die Hölle ist, in den Griff zu bekommen. Ich kann sagen, ich möchte es poliert haben, damit ich auch ein bisschen spiegeln kann damit, ja, signalisieren kann. Oder wenn ich sage, das will ich nicht, dann nehme ich die Stonewashed-Version. Also hier ist die polierte Version, hier habe ich die Stonewashed-Version, die ein bisschen dezenter ist, muss einem halt einfach gefallen. Ich meine, es ist beides fest, das liegt immer, wie du es halt haben willst. Und das ist meine Antwort als Messer. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zu Teil 2 über und arbeiten mit dem Teil. Ja, zu Beginn schauen wir uns gleich einmal die Tragevariante an, und zwar mit diesem Dengler hier. Wenn du das einbaust, wenn du das einsetzt, musst du nur darauf achten, dass die Druckknöpfe im Innen, also unter dem Gürtel sind. Dann sitzt das bombenfest und dann hast du ein Messer genau an der richtigen Position zum Ziehen, zum Arbeiten und wieder zum Reinsetzen. Du kannst auch es so tragen, dass man es nicht gleich sieht. Ich meine, natürlich fällt es hier ein bisschen auf, besonders wenn man ein bisschen dicker ist, aber das macht nichts, ja. Oder du hast es gleich griffbereit. Und auch wenn du jetzt zum Beispiel in die Hocke gehst, ja, wenn du nach unten gehst, ist einfach urcool. Natürlich müssen Schnitzarbeiten gut von der Hand gehen. Und da kommt der Biber ins Spiel, deswegen auch Bushcraft Biber. Das ist ein Biber. Also da hast du dann die kleinen Flocken, die herumfliegen. So wie wenn der Biber zur Weide geht oder zur Babbel geht oder Erlen und gern abnagt, dann siehst du auch rundherum, abgesehen von den Bissspuren natürlich, diese kleinen lustigen Flocken hier. Und die macht der Bushcraft Biber auch, ja. Ja. Genau so soll es sein. Ja? Also solche Arbeiten sind natürlich machbar. Dass das natürlich aufgrund der Größe und auch der Höhe des Aufbaus nicht so ideal führbar ist wie ein richtiges Schnitzmesser, das ist klar. Muss es aber auch nicht. Aber es ist ausreichend noch immer, um trotz alledem auch feinere, schönere Arbeiten machen zu können. Zum Beispiel, ich meine, es ist in unseren Breiten nicht sehr realistisch, aber für den Fallenbau zum Beispiel. Ja? Oder wenn du Verbindungsstücke bauen möchtest, wenn du einen Schlöffel schnitzen willst. Schau dir das an. Das taugt mir irrsinnig. Also das ist alles auf jeden Fall super machbar. Auch natürlich mein geliebter Powercut. Das ist ja keine Pappe, sondern das ist eine Esche, wie man unschwer erkennen kann. Ja, unschwer erkennen kann durch diese gegenständigen Strukturen hier. Ah ja. Auch das bohrst rein und kannst dann auch brechen. Das macht das Messer alles mit. Und du hast auch wirklich was in der Hand. Ich meine, für Kinderhände ist es natürlich nicht geeignet, aber ist klar. Auch wenn man, wenn für Damen zum Beispiel, würde ich auch was anderes wählen, aber wenn du Bratzen hast, nein, ich habe ja keine Bratzen, ich habe Durchschnittshände, ja, dann ist das genau richtig. Natürlich ist auch ganz klar, du hast hier nach unten Bewegungsspielraum. Das muss dir ganz einfach bewusst sein. Daher, du nimmst das Messer ganz weit oben. Also ich mache es zumindest so, ja, und kann dann auch die feinen Arbeiten schaffen. Urcool. Reverse Grip. Auch alles machbar. Also ich kann nur sagen, für so feine Arbeiten gibt es Besseres, aber auch viel Schlechteres im Bereich des Outdoor- und Bushcraft, Outdoor-Survival- und Bushcraft-Messermarkts. Schau es dir selber an, du wirst sehen. Es kann was. Das hier, das haben wir mal, ich habe hier die Erlaubnis natürlich, mit einer Schaufel abgearbeitet. Und jetzt wollen wir mal das Messer damit ein bisschen testen. Und zwar, ich werde es jetzt so reinschlagen. Gut, dass das aushält, das war klar. Und jetzt werde ich es ein bisschen biegen. Ein
ein bisschen drehen. Und ich zeige dir das jetzt dann von oben, in dieser Position, denn da passiert was ganz Interessantes. Und zwar schon mal her. Sehr schön biegsam. Das heißt, es bricht auch nicht gleich. Ich meine, dass ich damit jetzt den nicht spalten kann, das ist anzunehmen, aber es bricht auch nicht. Es ist flexibel, sozusagen. Und genau so soll es sein. Ohne irgendwelche Probleme. Das war, wie gesagt, ich meine, das wäre jetzt natürlich massiv übertrieben, dass ich sage, ich kann mit dem das aushebeln, das spielt es nicht. Aber es ist stabil genug, um kleine Fehler, die man vielleicht machen kann, ja, auf jeden Fall auszugleichen. Das taugt mir. Ja gut, dann schauen wir uns einmal an, wie man den guten alten Haselstock bearbeiten kann mit dem Biber. Und ich bin nicht unzufrieden. Ich bin wirklich nicht unzufrieden. Und wenn man jetzt wirklich solche Arbeiten, zum Beispiel um einen schnellen Survival-Bogen mal Form zu geben, dann ist es halt entweder cool, wenn man ein Lanyard hinten hat oder eben dieses Flexicord, das ich da vorher gezeigt habe. Denn dann hängt das Messer in der Hand. Du brauchst viel weniger Kraft beim Halten und hast einfach viel mehr Energie, um da jetzt durchzuarbeiten. Ja? Ich würde zwar für einen Survival-Bogen nicht unbedingt, ich meine, es geht natürlich auch, haben wir auch schon gemacht, mit Hasel arbeiten, wäre zum Beispiel Esche ein sehr gutes Holz, um das schnell Form zu geben. Aber ja, gut, wie auch immer. Aber es soll ja jetzt nicht um Bogenbau gehen, sondern es soll gehen, ob der Biber wirklich ein Biber ist. Und ich sage, ja, ja, das ist er. Ja, und wie könnte es anders sein? Wir müssen einmal patronieren. Sacker, sacker da. Natürlich habe ich mir das unnötigste, verrenkte, eingeastelte Holz ausgesucht, aber so ist das halt. Kann er ruhig ein bisschen arbeiten, oder? Nicht nur immer reden, sondern auch einmal arbeiten. Ich meine, dass das Messer alles mitmacht, davon bin ich überzeugt und weiß es auch schon, weil ich es getestet habe. Aber jetzt halt mal in Film. So, jetzt komme ich da nicht durch, aber das macht nichts. Das macht nichts, wir wissen uns immer zu helfen, oder? Da ist irgendwo ein Ast drinnen. Ja, da ist ein Ast drinnen. Und genau der Ast, der macht jetzt Probleme. Aber niemals aufgeben, niemals aufgeben. So. Wenn der Felix Niemel mit einem Taschenmesser ein Holz spaltet, dann muss ich es mit dem Buschgriff Biber aber auch schaffen. Und da siehst du, das ist der Hast, ja. Da komme ich nicht durch, der ist da so eingewachsen. Da hast du keine Chance. Aber wir können jetzt gleich einmal schauen, ob das die Klinge irgendwie beschädigt hätte. Und ich kann am Anschliff wirklich nichts erkennen. Weil natürlich würde man, wenn man da jetzt mit dem Mikroskop drauf schaut, vielleicht das eine oder andere sehen. Aber ich kann überhaupt nichts erkennen. Das ist einmal gut. Ja, ja. Super. Das passt perfekt. Also wie gesagt, da kannst du dich drauf verlassen, dass du für das Betonen da gut gerüstet bist. Natürlich, wenn ich das jetzt vergleiche mit einem Felniven, super, genau. Wenn ich das jetzt vergleiche mit einem Felniven A1, das hat noch mehr Spaltwirkung, ist aber auch dicker und auch deutlich schwerer. Da muss man einfach sich überlegen, was man will. Aber natürlich, zum Betonen, das muss ein Messer können, ein Outdoor- und Bushcraft-Messer sowieso und das Survival-Messer ohnehin. Ja, also Outdoor-Survival-Messer. Aber dass ich natürlich nicht mein Winterholz für den Ofen mit einem Messer spalte, sondern das mit einer Axt mache oder vielleicht sogar elektrisch mittlerweile, das ist ganz klar. Aber für den Notfall ist das notwendig. Wenn ich einen totstehenden Baum habe, da kann ich auch bei Regen trockenes Holz gewinnen und da ist halt das Spalten eine notwendige Sache. So, jetzt könnte man sagen, ja Reini, aber das könnt ihr mit dem Taschenmesser, wie der Felix Simler gezeigt hat, auch machen. Das ist vollkommen richtig, aber es geht halt nicht so
Rackzack, so einfach, so ganz schnell, so nebenbei mal. Ja? Das muss man auch dazu sagen. Und das ist der Unterschied. Aber wenn ich eine schnelle Lösung brauche, weil ich die einfach will, ja? Oder weil ich sie wirklich brauche, ja? Nicht nur wollen, sondern wirklich brauche, dann ist das halt mit dem Taschenmesser nicht mehr so lustig. Dann muss ich halt ein bisschen herumexperimentieren. Mit dem Messer hier, ich meine, mit anderen natürlich auch, aber das ist auch die Idee von dem hier, da brauche ich nichts experimentieren, da brauche ich nicht herumtun, da brauche ich keinen Workaround, wie man so schön sagt, wenn man es neumodern sagen will, sondern da hacke ich einfach rein. Auch Späne machen, ich denke, dass das Ergebnis durchaus in Ordnung ist. Ja? Also da gibt es überhaupt nichts. Also schau her. Und wie gesagt, der Buche ist nicht unbedingt das Holz, das das Idealste ist, um Locken zu machen. Aber schau mal, wie es reinbeißt. Ja, ich bin wirklich absolut zufrieden, wenn du das anschaust. Absolut okay. Da gibt es nichts zum Sempern. Ja, aber jetzt wollen wir noch den Feuerstahl bedienen. Dazu mache ich jetzt noch ein paar Locken. Dann legen wir los. Dazu machen wir jetzt noch ein bisschen Locken, denn wenn du glaubst, du hast genug, dann geh und mach gleich noch einmal so viel. Eine alte Survival-Regel, die auch in meinem fast kostenlosen Buch, die 10 Survival-Regeln, abgebildet ist. Also das ist auch klar. Ja, das macht auch Spaß. Also ich kann da nur sagen, es macht wirklich Spaß damit. Es ist nicht anstrengend. Du hast wirklich relativ rasch gute Ergebnisse. Also schau mal, das rockt. Du hast dann ein ganzes, so ein kleines Bündel sozusagen. Nein, das ist schon super, das ist schon super. Und jetzt kommt auch die Sonne raus. Ja. So. Feuerstahlbedienung. Das ganze Zeug da mal runter. So. Hahaha. Das ist aber doch feucht. Merkt beim Rauch, aber es brennt, ist okay. Und zwar einfach nicht nur wegen dem Feuerstahl, sondern weil einfach der Klingenrücken so angeschärft ist. Ja, das glüht richtig nach. Da brennt sogar das da an. Also du kannst ohne irgendwelche Probleme Feuerstahl bedienen, sogar sehr, sehr gut bedienen, was mir ja ein richtiges Anliegen ist. Ach, das Messer taugt mir. Ja, dann setzen wir mal die Vorbereitungen fürs Feuerbohren, wo wir das Griffstück als Druckstück verwenden wollen. Auch feine Arbeit, wie du jetzt siehst bei diesem Haselstock, den ich vorher auch schon gezeigt habe, das ist ohne Probleme möglich. Auch Daumensupport sozusagen, du hast es hier fest in der Hand und mit dem Daumen. Und deswegen mag ich zum Beispiel irgendwelche Chimpings oder irgendwas was raus, was unangenehm ist, nicht so gerne. Ja. Nur an speziellen Positionen, also das ist halt, weil ich so arbeite. Muss man das so tun? Nein, das muss man nicht. Aber ich mag das halt. So, das ist einmal das Stück nach unten und dann hier nach oben. Das spitzen wir auch noch einmal an, so, weil die Idee ist, dass man den oberen Teil hier in diesen Teil da einsetzt und dann bohrt. Ich habe die Teile jetzt natürlich nicht aus der Natur gesammelt, sondern das sind Utensilien, die wir verwenden beim Survival Training. Da haben wir bei den Basic-Kursen fix fertige Teile mit dabei, weil sonst wird das nichts. Und ja, auch bohren ist mit dem Messer möglich. Natürlich hast du da dementsprechend Gewicht in der Hand aufgrund des langen Griffs. Also das ist jetzt nicht so ganz locker vom Hocker, aber es geht, weil es eben hoch genug ist. Ja, das ist überhaupt kein Thema. Und hier bohre ich mir jetzt ein bisschen ein Stückchen rein und arbeite auch das bereits eingeborene und gehärtete Holz hier weg. Das schabe ich hier weg und auch das ist ganz locker möglich. Das geht sehr, sehr gut. Also auch für feinere Arbeiten ist dieses Messer auf jeden Fall geeignet. Ja, dann legen wir los. Und zwar, ich empfehle das dringend, wenn man jetzt nicht geübt ist, unbedingt mit eingesetzter Scheide zu machen. Du kannst jetzt aussuchen, welche Seite du jetzt hier verwendest, aber ich würde das Messer eben nicht offen da liegen lassen. Natürlich kann man das tun, wenn man will. Ich würde es aber nicht aus Sicherheitsgründen. Haha, es raucht! Der erste Staub, der ist schon da. Und
natürlich, und das muss auch klar sein, das möchte ich jetzt gleich mal hier zeigen, schau mal her, dass natürlich das hier abnudelt, so sagt man das in Österreich, dass das da, ja, sich abarbeitet und dass das hässlich wird, das muss klar sein, ja, ist logisch. Dann, dass das der ganze Staub da, der Bohrstaub dann da drinnen klebt, das muss da auch bewusst sein. Also, schalte jetzt kurz um. Dass das keine Komplettlösung ist, ja, wo ich jetzt sage, das kann ich immer so verwenden. Nein, sondern das ist eine Notlösung für den Notfall. Aber da muss ich auch Hand aufs Herz sagen, in unseren Breiten, dass ich mit Feuer bohren, ein Feuer machen muss, wollen ist was anderes, aber muss, halte ich für sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Nicht unmöglich, aber sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und da ich die Bushcrafter und Survivalisten kenne, die haben sowieso immer irgendein Feuerzeug oder einen Feuerstahl mit, da ist das hier eine Spielerei. Ja? Aber es ging mir einfach darum, hier eine gewisse Multifunktionalität mit reinzubringen. Also du kannst es entweder, ja, hier mit diesem Teil der Schraube machen, die ist schön rund, oder eben hier in dem Imbus, in dem Sechskant, das geht auch, da arbeitet aber das Material, ja, das Material hier doch sehr stark ab und muss nicht unbedingt sein. Ja. Aber mit dem hier geht es ganz gut. Aber wie gesagt, bedenke, dass der Griff hier durch den Holzkontakt sich ganz einfach abarbeitet. Ja, und wie du jetzt hier siehst, dann mit der Zeit ein bisschen hässlich wird. Ja, das war's mit der Übersicht zu dem Messer. Ich mag noch mal kurz den Lieferumfang und auch die Möglichkeit, als mein Newsletter-Abonnent dir einen kleinen Rabatt zu holen, mag ich nochmal beschreiben. Und zwar, du kannst Griffmaterial auswählen, hier dieses Orange-Schwarz oder eben das Schwarz. Ja? Und dann gibt es als Oberfläche entweder Stonewashed oder dieses Polierte hier, so wie es dir besser gefällt. Mir ist es gleich, sie sind alle gleich gut, sie sind sonst von der Ausführung her gleich. Dann dabei ist standardmäßig die Kydex-Scheide mit dem Dengler und dem Gurt. Und auch das Techlock mit dem Montagematerial, damit du das zusammenstellen kannst, wie du magst. Dann wird es in Kürze eine extra Lederscheide zu kaufen geben als Add-on. Dann hast du im Endeffekt beides. Und es gibt das Instructor-Messer für alle, die Survival-Trainer-Ausbildung immer machen. Patch und eben mit Signalwirkung dieses Instructor-Messer, das es eben nicht zu kaufen gibt, sondern eben nur für die Trainer. Das war's. Schau in meinen Shop. Ich sag's nur dazu, sicherheitshalber. Für alle Newsletter-Abonnenten, die bei mir ein Newsletter abonniert haben, gibt es ja auch immer, wenn du dir anmeldest, einen 10-Euro-Gutschein. Das wäre jetzt, wenn du dieses Messer kaufen willst, vielleicht ein guter Zeitpunkt, dich zum Newsletter anzumelden und dir diesen Gutschein zu holen, damit du hier das Messer noch einmal um einen Deut günstiger kriegst. Schau dir das ganz einfach an, unten in meinem Shop, ich gebe dir den Link. Sergej, Dankeschön für die Hilfe und für die Umsetzung in Kooperation mit Jasmesser. Schaut auch mal beim Sergej vorbei auf Jasmesser. Super Sache. Jetzt bist du dran. Schreib mal einen Kommentar, was hältst du von dem Messer? Wie taugt er das oder taugt es dir nicht? Schreib mal was. Wenn du es haben willst, ich würde jetzt zugreifen. Wir haben jetzt welche lagernd und es ist momentan gar nicht so einfach, die zu bekommen. Ist kein Draufdrücken verkäuferisch, sondern es ist die Wahrheit. Es ist ganz einfach so. Wenn du es haben willst und sagst, ja, du wartest schon die ganze Zeit drauf, dann würde ich jetzt zuschlagen. Ich würde nicht warten, weil ich bin mir ziemlich sicher, es ist relativ rasch weg und dann dauert es wieder Wochen, vielleicht sogar Monate, bis wir wieder was Neues kriegen. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Danke an alle, die da beteiligt waren an diesem Projekt. Ja. Von Anfang bis Schluss, danke, danke, danke. Abo da lassen, da geht es direkt in meinem Shop zum Reini Rossmann Bushcraft Beaver. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein Reini Rossmann. Bis bald und ciao.